Tomatolex klaut ein Auto wegen Heroinsucht. Perfekt, let's go. Wow. In Filmen und Serien sieht das ja immer super leicht aus, ein Auto zu klauen. In wenigen Sekunden ist die Tür auf, dann werden irgendwelche Kabel rausgerissen und aneinander gehalten und schon springt der Motor an und das Auto fährt los. Ich frage mich, ob das wirklich so leicht ist und ob ich das selber hinbekomme. New Tutorial, Digga. kommen würde. Außerdem frage ich mich, wie heutzutage eigentlich moderne Autos geklaut werden. Deswegen spreche ich mit einem Experten und mache das Selbstexperiment, denn ich werde gleich versuchen, dieses Auto zu knacken. Es wäre so witzig gewesen, wenn er hingegangen wäre und tatsächlich einfach ein Auto in der Innenstadt gestohlen hätte. Hallo, Tag. Hallo, guten Tag. Ich bekomme ein Auto hier, mit dem ich machen kann, was ich will. Ja. Was für ein Auto ist das? Das ist eine Skoda 2002. Ich will ja vor allem auch probieren, das Auto zu knacken und kurz zu schließen. Was glaubst du, werde ich das schaffen? Ja, ich denke ja. Okay, ist das der Experte, Bro? Ist das der Experte? Ja, mit ein bisschen Mühe geht. Schlüssel. Vielen Dank. Viel Spaß. So, das hier ist der Platz. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland über 10.000 Autos gestohlen. Das sind ungefähr 30 Fahrzeuge am Tag. Von diesen Diebstahldelikten wurden nur knapp 34% aufgeklärt. Ja, vor allen Dingen bei so Baba-Autos, so Mercedes und sowas wird gern gestohlen, wa? Also gerade die teuren Wagen, wo es schwer ist, die zu klauen, gerade die werden gern gestohlen, ne? Lohnt sich halt. Die Zahlen bei Autodiebstählen sind zwar rückläufig, aber der wirtschaftliche Schaden nimmt zu. Das liegt daran, dass es Autodiebe besonders auf teure und moderne Autos abgesehen haben. Die sollen sogar noch leichter zu klauen sein als ältere Modelle. Wegen den Funksendern, ne? Warum das so ist, schaue ich mir später nochmal an. Es gibt so Spoofer und Jammer-Devices, wo man tatsächlich einfach das Signal, wenn der Schlüssel nämlich zu nah an deinem Auto dran liegt, ja, großer Fehler, das Auto hier so... Die berüchtigte Schlüsselschale, da das der Schlüssel drin zu haben und die quasi senden ein Signal an deinen Sender, der dann wiederum dein Auto aufschließt und dann kannst du wegfahren, wenn du es kurz geschlossen hast oder irgendwie fahrbereit bekommst. Schreib ruhig mit, Chat. Dann können wir jetzt loslegen. Ich bin sehr gespannt. Also, Auto abschließen, weil ich will da ja reinkommen. Der Schlüssel kann weg und jetzt gleich geht's los. Ich bin sehr gespannt, ob ich das Ganze hinbekommen werde, weil ich habe sowas, oh Wunder, noch nie gemacht, aber... Ja, Cap, Digga, Cap. Ich weiß, ich war mal mit Tomatolix feiern in Köln im Club. Er war mega besoffen, natürlich wieder auf Kokain, klar. Und dann hat er einfach gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Und ich so, hä, aber du hast doch gar kein Auto. Er hat Stein genommen, ein Bentley geklaut und ist mit 400 durch die Innenstadt nach Hause gefahren. Wahnsinn. Und dann hat er mit 10 Frauen geschlafen. Ich habe mir ein paar YouTube-Tutorials rausgesucht und die werde ich jetzt einfach mal anwenden. Also ich habe mir jetzt nur die Sachen besorgt, die in diesen YouTube-Videos genannt wurden. Und anhand dessen werde ich jetzt versuchen, das Auto zu knacken und kurz zu schließen. Die erste Methode, die ich testen werde, ist mit diesem Tennisball. Den soll man einfach über das Schloss stülpen und dann drücken. Und durch den Luftdruck soll das Knöpfchen hochgehen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das geht bei so Autos von 1940, Alter. Wir können es ja mal ausprobieren. Ich habe den Tennisball schon vorbereitet, um euch das zu ersparen. Ich habe hier einfach ein Loch reingeschnitten. Nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, da gehen wir lieber direkt weiter zur nächsten Methode. So ein Klassiker ist ja, dass man Autos auch mit einem Kleiderbügel öffnen können soll. Und dazu gibt es auch das professionelle Äquivalent. Es gibt auch so Werkzeug, das man bestellen kann, das den Kleiderbügel ersetzt und einfach so ein bisschen stabiler ist. Dieses Knöpfchen hochziehen kann. Und dazu habe ich mir auch noch Luftkissen besorgt, um irgendwie einen Spalt in die Türe zu bekommen, um auch, der ADAC auch. Auch wirklich mit dem Draht dann an den Türgriff ranzukommen. Ja. Dann habe ich bei einer Mutter schon mal gesehen, die mein Auto, ihr Auto irgendwie mal Schlüssel drin vergessen hat oder sowas. Eine Schlüssel in der Wohnung sogar. Und der Auto, eine Wohnungsschlüssel war im Auto drin, irgendwie sowas. Und haben die auch hinbekommen damit. Nächster Einbruchsversuch hier. Durch meine Videos werde ich echt zum richtigen Einbrecher. Also, hier vorne ist der Griff, an den ich ran muss. Es öffnet sich auf jeden Fall ein Spalt. Okay, ich glaube, mehr geht gerade nicht. Dann probiere ich mal. Ah, geil, jetzt komme ich hier mit dem Keil rein. So, also hier habe ich auf jeden Fall jetzt so einen kleinen Spalt. Ich will es jetzt auf jeden Fall. Ja,
Das reicht vielleicht schon, ne? Fangen wir mal mit dem Kleiderbügel probieren. Komm schon. So, ich bin drin. Aber ich habe irgendwie nicht genug Kraft, da jetzt irgendwas zu bewegen. Kleiderbügel ist halt krass. Aber mit diesem Tool geht's halt, ne? Pass mal mit dem anderen Draht. Dafür ist es halt gemacht, ne? Ja. Komm schon. Komm schon. Ja. Ich glaube, das Knöpfchen ist hochgegangen. Das geht aber noch nicht. Oh, krass. Ja, das ist halt das Ding, ne? Es hat funktioniert. Verrückt. Die vorherigen Methoden waren ja teilweise ein bisschen komplizierter. Also man brauchte viel Werkzeug dafür oder das dauert super lange. Deswegen werde ich jetzt die Methode testen, die wahrscheinlich in der Realität am häufigsten vorkommt. Und zwar wird einfach die Scheibe eingeschlagen. Ist mir selber auch schon passiert, dass meine Scheibe eingeschlagen wurde und dann Kamera-Equipment geklaut wurde. War nicht so geil, muss ich zugeben. Ach, das war nicht so geil, okay. Verstehe ich nicht. Aber ich freue mich darauf, das Ganze jetzt mal selber auszuprobieren. Also, ich habe jetzt nur einen Versuch bei der ganzen Geschichte. Und ich habe auch Angst, dass das jetzt zersplittert und mir ins Gesicht fliegt. Also, ich glaube, man hält das hier einfach dran und drückt. Wow, krass. Das ging einfach. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. So ein geil. Vorne drin, ne? Ja. Aber das bleibt hier noch ganz. Das heißt, ich kann das jetzt hier einfach zerbröseln. Das schneidet ja auch nicht das Glas, ne? Das soll ja gar nicht schneiden. Hat schon ein bisschen Spaß gemacht. So, hier könnte ich jetzt einfach den Griff betätigen und dann die Tür aufmachen. Und schon bin ich drin und kann hier gucken, ob es hier was Wertvolles gibt. In diesem Fall nicht. Wenn ihr nicht wollt, dass sowas wie mit dieser Scheibe mit eurem Handy-Display passiert, dann habe ich was für euch, und zwar den Sponsor des heutigen Videos, Rhino Shield. Die besten. Die Jahre her, dann ist es drastisch besser geworden in dem Bereich. Durch die Keyless-Go-Systeme der letzten, sagen wir mal, 10 Jahre gibt es die ja schon, ist es wieder schlimmer geworden. Da sind wieder vermehrt Fahrzeuge geklaut worden. Einfach nur edle Fahrzeuge, einfach nur, um eben das Auto zu klauen, aber vielfach auch auf Bestellung, einfach nur, um Teile auszuschlachten. Navigationssysteme und Lenkräder sind irgendwie sehr gefragt, wa? Ich glaube, Marcel Scorpion wurde doch auch schon 2-mal das Lenkrad einfach geklaut. Digga, stell dir mal vor, die klaut jemand das Lenkrad. Die dann irgendwo nach Fernost oder sonst. Ich mache Rhino Shield auf mein Auto, das ist es. Dahin verbracht werden. Man sieht hier dieses Video von der Überwachungskamera. Das ist ein echtes Video, das ist also nicht gefaked. Also man sieht hier, Auto steht hier in der Einfahrt. Der Schlüssel hängt wie immer hinter der Tür. Dieser Kollege hier hat das eine Gerät, mit dem er durch die Wand durch das Signal vom Schlüssel abgreift. Ja. Der andere ist schon an der Tür mit dem anderen Gerät. Man sieht die Blinker. Ja. Die Blinker haben gezeigt, es hat funktioniert. Das Auto hat schon aufgemacht. Der steigt ein. Jetzt wird der Startknopf gedrückt. So lange muss er noch warten, weil so lange braucht man die Verbindung noch. Ja. So, jetzt läuft der Motor. Und das hat das Ding. Keyless Go. Ne? Sobald der Motor einmal läuft, vorbei. Dann darf der halt nur nicht ausgehen. Aber wenn er einmal wohin gebracht ist, der Wagen, dann ist das eh egal. Licht es an. Jetzt ist die Verbindung nicht mehr relevant. Steigt der zweite auch ein. Das Auto ist weg. Verrückt. Nur ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden und mein schönes Auto ist nicht mehr da. Das hier ist jetzt so ein Gerät, mit dem man Keyless-Go-Fahrzeuge quasi knacken kann. Also, oder erklär mal, was ist das genau? Genau, also das hier ist was ganz selber gebasteltes, sieht man auch. Das war mal früher irgendwie so ein WLAN-Router oder irgendwas. Das ist einfache Elektronik. Da geht es einfach um Signale, um Sender, Empfänger. Mhm. Ist also nichts Großartiges. Ja. Wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man sowas bauen. Und das sind eben diese zwei Geräte. Das eine hier steht hier drauf, ist in der Nähe vom Schlüssel. Das fängt quasi das Signal des Schlüssels auf. Ja, also da muss ich dann quasi entweder den Menschen verfolgen, der den Schlüssel in der Hosentasche hat, oder ich muss es eben da, wo der Schlüssel irgendwo innen an der Wand hängt, dann dort hinhalten. Dann wird das Signal aufgefangen. Dann habe ich hier einige 100 Meter die Möglichkeit, mit dem anderen Gerät mich woanders hin zu begeben, nämlich zum Auto. Und dann wird das Signal vom Schlüssel. Wahnsinn, dass sogar dir jemand halt hinterherrennen kann damit. Ne? Das ist halt krass. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Heftig. Das ist schon echt eklig. Ne? Stell dir mal vor, du bist in der Stadt und siehst auf einmal, wie dein Auto wegfährt, Dicker. Ja? Das ist nicht geil. Genau genommen ist das der Scheiße. So gegeben und das Auto lässt sich öffnen. So einfach klappt das. Ich habe mein Auto mitgebracht. Das ist auch noch ganz neu. Ich habe das jetzt seit gut einem Monat. Und ich frage mich natürlich auch, wie sicher ist das denn? Ich bin selber gespannt. Probieren wir es aus. Nee, das ist ein Polestar. So, abschließen kann ich das, indem ich einfach nur hier drauf gedrückt halte. Das ist der Schlüssel, und wenn ich den Schlüssel in der Tasche habe. Wir machen kurz meinen Glückskeks auf. Wartet, was steht da drin? In meinem Glückskeks steht, du dummer
Sohn, zahl deine Steuern. Alles klar. Danke dafür, liebes Finanzamt. Dann kann ich das Auto anfassen und es geht auf. Ich brauche keinen Schlüssel ins Auto stecken, um es anzumachen. Ich muss den nur bei mir haben, dann kann ich alles mit dem Auto machen. Und das ist halt genau dieses Kill-Score-System. Ey, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Also wenn bei mir der Schlüssel nicht im Auto drin ist, piepst es auch. Aber es geht denn um das Signal, was der Schlüssel aussendet. Und wenn das Signal ja verstärkt wird, denkt das Autoschlüssel, ist im Auto drin. Das Auto ist abgeschlossen. Hier ist der Schlüssel. Den? Ja, dann legen wir den einfach mal hier so hin. Ja, das ist jetzt unser Tisch, wo der Schlüssel halt abends immer liegt. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall so weit weg, dass das Auto so jetzt nicht mehr aufgehen würde. Ja, definitiv. Genau. Weil das geht ja nur im Bereich von einem Meter oder so. Ja. Und jetzt kann es losgehen. Okay, damit gehen wir jetzt. Damit gehen wir jetzt raus. Normalerweise muss man das Gerät jetzt nur hier irgendwo hinhalten. Und jetzt probier doch mal, ob es aufgeht. Ah, jetzt so. Aufmachen. Was? Jetzt setzt sich mal rein, Motor an. Hat ja keinen Motor, aber ähnlich. Ne, Elektroauto hat keinen Motor, stimmt. Die fahren hier einfach mit Strom. Stimmt, stimmt. Du müsstest jetzt eigentlich losfahren können. Ah, nochmal. Okay, Schlüssel nicht erkannt. Jetzt so. Ja. Tja, scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Nicht zu gehen, ja. Schade, tut mir leid, bei uns ging ja. Also, wir haben mein Auto aufbekommen, das ist schon mal erschreckend genug, aber gestartet aber ist es krass, nicht. Ne? Das beruhigt mich einerseits, andererseits weiß ich, dass sie das hier schon mal hinbekommen haben mit genau diesem Automodell. War jetzt einfach so ein bisschen Vorführeffekt, dass es nicht funktioniert hat. Das ist echt erschreckend. Und das bei so einem modernen Auto. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. So, jetzt hat es ja mit deinem Polestar nicht geklappt, ja. Aber ich würde dir gerne noch mal zeigen, dass es eigentlich funktioniert. Ja, ich habe jetzt hier noch mal ein anderes Auto. Mhm. Der hat auch Keyless und wir probieren es einfach mal aus, hätte ich vorgeschlagen. Ja, sehr ja? gerne. Dann gebe ich dir jetzt den Schlüssel. Er ist richtig in seine Irre gekränkt. Okay. Und diesen, abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Okay. Und dieses Gerät, das Signal vom Schlüssel. Und ich gehe jetzt mal zum Auto. Bin ich gespannt, ob es jetzt funktioniert. Ist das ein Hyundai, ne? Fällt ja auch überhaupt nicht auf, wenn man da mit so einem Ding dran steht, mit diesem Gerät, ne? Okay. Es sieht ja nicht mal nach Diebstahl aus, wisst ihr, was ich meine? Es sieht halt nicht mal nach Diebstahl aus. Wenn das jemand in der Innenstadt macht, keine Ahnung, könnte es eine Politesse sein oder sowas mit diesem Gerät in der Hand, das weißt du ja überhaupt nicht. Aber das ging ja bei mir auch. Und der Motor ist an. Verrückt. Geil. Und er kann losfahren, ohne Schlüssel. Krass. Das ist schon beeindruckend. Ich habe den Schlüssel hier. Also wir haben jetzt drei. Aber was ist denn das Ding, wenn ich jetzt, sage ich mal, mein Auto fährt los, es wird gejammt. Was ist, wenn ich dann abschließen drücke oder den Schlüssel irgendwie betätige? Was passiert dann? Bleibt das Auto stehen? Explodiert das? Selbstzerstörungsmodus? 30 Sekunden gebraucht, das Auto zu klauen, ja. Und so schnell geht es auch in Wirklichkeit. Das fährt einfach weiter, wa? Das fährt einfach weiter, das Auto. Ja, what the fuck, Mann. Wenn man so ein Auto hat, was kann man dann tun, oder? Um sich davor zu schützen, dass es nicht so schnell geklaut wird? Wie dumm. Nur wenige Möglichkeiten. Am besten ist es eigentlich deaktivieren. Ja? Entweder selber deaktivieren oder in die Werkstatt fahren. Natürlich, wenn ich eine Garage habe, dann bin ich schon mal ganz gut dabei, weil dann kann ich das Auto natürlich verschlossen absperren oder im Hof Tor zu. Ja? Dann schaut die Sache schon besser aus. Also abgeschlossene Räume ist natürlich schon mal gut. Ja? Was man auch machen kann, ist den Schlüssel im Haus nicht einfach hinter der Haustür an die Wand hängen, sondern am besten innen irgendwo in der Wohnung. Ja? Zum Signal vom Schlüssel abgreifen, da brauche ich schon Nähe. Also mehr wie 1-2 Meter dürfen da nicht dazwischen sein. Aber gibt es denn auch Autos, die so ein System haben, die sicherer sind? Wir haben jetzt 500 Autos überprüft in den letzten 6 Jahren. Von diesen 500 Autos waren 24 dabei mit diesem UWB, mit diesem Schutz über die Ultra-Wideband-Technik. Die kann man auf jeden Fall auf diese Art und Weise nicht klauen. Okay, welche Autos sind das? Könnt ihr das vielleicht mal irgendwo sagen? Das wäre ja vielleicht interessant, oder? Wenn ich so ein Auto habe, dann habe ich kein Problem. Und alle anderen 400x Autos waren unsicher. Und da war alles dabei, vom Kleinwagen bis zur Oberklasse-Limousine, alle Marken, alles. Verrückt. Nachdem ich es jetzt geschafft habe, ins Auto zu kommen, geht es jetzt darum, das Auto kurz zu schließen. In Filmen und Serien sieht das ja immer super leicht aus, ne? Indem man wirklich die Kabel hier rauszieht und aneinander hält. Das werde ich jetzt mal probieren. Stell dir vor, er hält jetzt alle Kabel aneinander, kriegt einfach elektrisches Schlagvideo vorbei. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hinbekomme. Als erstes muss ich jetzt hier die Verkleidung von dem Zündschloss abbekommen. Okay.
Also da sind auf jeden Fall Kabel. Die Kabel sind jetzt hier schon mal freigelegt. Das sieht ja schon mal so ein bisschen aus wie im Film. Aber das Ding ist, dass man die jetzt nicht irgendwie aneinander halten soll, sondern man braucht ein Überbrückungskabel. Habe ich zumindest in den Videos gesehen. Aber ich habe ja ein paar Kabel vorbereitet. Das heißt, damit kann ich das Ganze jetzt mal ausprobieren. Jetzt muss ich nur die richtigen Kabel finden. Das wird ein Spaß. Ich probiere mal hier. Halt der ich habe auch ein bisschen Anlasser, Angst, jetzt hier an den Kabeln rumzuspielen. Nicht, dass ich nachher einen Stromschlag kriege, aber ich habe ja zum Glück wenigstens hier diese Schutzhandschuhe an. Ja. Da fliegen auch richtig die Funken, das ist ja crazy. Okay, also jetzt gehen hier schon mal die Lampen an und die Geräusche. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Es blinkt alles. Das war aber Bordelektronik dann, wa? So, und jetzt muss ich mal gucken, was gibt's denn noch? Und ich glaube, also das wirkt schon mal so, als würde es hier gerade in die richtige Richtung gehen. Krass. Aber der Motor springt nicht an. Also man hört den Anlasser. Aber sonst tut sich hier nichts. Oh Gott. Also irgendwie macht der Motor... Digga, vielleicht ist das Auto kaputt. Hat zwar Geräusche, aber das Auto springt nicht an. Markus vom ADAC erklärt mir, woran das liegt. Das ist die Wegfahrsperre. Da ist so ein kleiner Chip im Schlüssel und der verbindet... Wegfahrsperre, I see, okay. ...sich mit dem Fahrzeug und nur wenn der da ist, dann springt der Motor auch an. Ja. Das heißt, alles andere funktioniert. Der orgelt auch, ja, aber er springt nicht an ohne Schlüssel. Das war schon ein ganz guter Schutz früher. Deswegen sind ja auch die Diebstahlzahlen zurückgegangen damals. Okay, das Ding ist also, in dem Schlüssel ist ein Chip und nur mit dem Chip kann das Auto angehen. Also das Auto ist hier schon zu modern, um das einfach kurz zu schließen und damit loszufahren. Das heißt, so einfach, wie man sich das vorstellt, ist das... Ist ja, Kupplung hat er ja auch nicht getreten, ne? Stimmt. Das auf jeden Fall nicht. Der Chip muss also hier ran. Das heißt, ich muss den Schlüssel reinstecken. Okay, und jetzt müsste das dann theoretisch funktionieren. Okay, krass. Also jetzt ist der Motor an, aber Wahnsinn. Der Schlüssel steckt halt auch im Schloss. Das heißt irgendwie, ja, war das ja nicht so richtig in der Sache. Also nicht schlecht, so leicht, Digga. Wie man sich... Also man merkt, man kann es aber sagen, Marihuana ist eine Einstiegsdroge. Der Mann ist jetzt absolut in der Beschaffungskriminalität versunken. Ja? Der macht nichts anderes mehr. Der ist wirklich, wirklich, wirklich absolut kriminell geworden. Absolut stressig. Und ja, man muss sich jetzt halt sein Geld für die Drogen besorgen. Wenn sich das Ganze vorstellt, funktioniert das auf jeden Fall nicht. Abgestürzt. Schade. Also man kommt in ältere Autos mit ein bisschen Gewalt rein, aber die so einfach zu klauen, wie man das in Filmen sieht, das funktioniert nicht. Was mich echt überrascht YouTuber hat, zum ist, Junkie. Wie einfach man modernste Autos klauen kann, ganz ohne irgendwas kaputt zu machen. Da sind ältere Autos ja echt sicherer als neue. Wenn ihr Keyless Go benutzt, dann solltet ihr euch darüber auf jeden Fall mal Gedanken machen und das im Zweifelsfall einfach ausschalten. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie schwer es ist, in ein Haus einzubrechen, dann schaut euch dieses Video an, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Stohlen. Er wollte damit Kokain kaufen. Tomatolix hat mein Auto gestohlen. So ist es und so bleibt's. Ich werde den mal anzeigen, ganz klares Ding. Interessante Videos, die wir heute hatten, wa? Irgendwann ist er im Knast. Ey, hoffen wir es nicht, wa? Guter Mann, Tomatolix, kann man nicht anders sagen. Sehr guter Mann, so. Aber ja, wer klaut, der haut, sage ich immer, ne? Wer klaut, der haut.